Und da ist jetzt nur noch der Durchgang in den Ereignisraum. Ja. Aber hier ist Gold über uns. Und Stein. Also ja, ich lasse sie ruhig von hier unten aus buddeln. Hier kriege ich schon mal gesagt, dass da nichts zum Buddeln ist. Ah ja, da ist Undigium. Und da ist auch Undigium, okay. So. Buddelt mal hier alles frei, was frei buddelbar ist. Und dann gucken wir mal, wo die Leiter hingestellt werden muss, dass wir da weiterkommen. Währenddessen gucke ich nach dem Zwerg. Ah, der ist kurz vor 10. Gut. Dann kann mein Arbeiterzwerg schon mal also mein Handwerker, noch so eine Attrappe aufstellen. Weil dann porte ich erst den Zwerg runter, stelle den ein, dass er in der Basis bleiben soll. Und dann schiebe ich die Figuren runter, die Trainingspuppen. Ah, hier geht's weiter. Weil bis jetzt sehe ich sonst keinen anderen Weg weiter. Gucken wir einfach mal. So, wir haben schon wieder einen Forschungspunkt. Bringt uns nicht viel. Ich glaube, als nächstes gehe ich auf weichere Betten und dann auf die Militärspezialisierungen. Wobei uns die leider auch nicht viel bringen, da wir hier keine ordentlichen Ressourcen finden. Und ich mit meinem Gold gerne auch ein bisschen halten würde. Wow. Da ist nichts. Außer es ist noch eine Etage drüber, was? Ja, Tatsache. Hier müssten wir dann hinbuddeln wahrscheinlich. Okay, das können wir zum Glück ziemlich leicht lösen, das Problem, indem wir einfach Brücken einbauen. Also sozusagen einen Zwischenboden machen. Lass mal weiterlaufen. Hier Brücken. Holz haben wir ja genug. Sozusagen. Einen Behelfsboden einbauen. So. Das können wir noch ausbuddeln. Ach, machen wir einfach einen Boden hier über die ganze Breite. Den können wir dann später wieder einreißen, so. Genau. Das Holz dafür haben wir ja. So, was sagt er hier? Er ist Level 10, gut. Das heißt, du wirst auch erstmal da runtergeschickt. Und bis du dich ausgeschlafen hast, verschiebe ich mal die die Trainingspuppen. So. Und da ist schon wieder Gold. Ah, hier habe ich gar nicht markiert. Gut zu wissen.
So, wo ist jetzt mein... Ah, der ist auf dem Weg. Gut. Das heißt, ich kann jetzt den Raum hier deklarieren, dass sie ihn ausgraben sollen. Und ich kann meine Leute zum Training schicken. Dem da fehlt übrigens immer noch seine Axt. Die ist wohl einfach weggeglitscht. Ja, habe ich schon mal angemerkt, dass das Spiel noch ein bisschen buggy ist. So, und hier oben... Sag bloß, ich kann hier oben drüber noch wo buddeln. Nein, kann ich nicht. Gut. Aber hier ist auf jeden Fall was, was ich buddeln kann. So. Und die sind am Trainieren. Du bist jetzt auch gleich wieder am Trainieren. Sehr schön. Ich könnte theoretisch auch hier oben drüber ausbuddeln, aber... Hm, wozu? Obwohl, ich könnte einfach hier das Ganze mal ein... Und hier ist niemand drin? Wey, hier ist niemand drin. Und wir haben genug Gold zusammen. Sehr gut. Wir können jetzt... Hier nicht rein. Okay. Ich buddel einfach mal aus, was hier auszubuddeln geht. Einfach mal der Neugier halber. Und zweiter Punkt, das heißt bessere Betten. Und ich kann die ganzen Dinger hier wegmachen und kann ein bisschen von dem Holz verkaufen. Und dann kann ich mir meinen Handwerkszwerg schnappen. Wobei, erst einmal sollte ich den Tisch ersetzen. Das ist ganz wichtig. So. Das kostet schon mal genug Ressourcen. Fürs Erste. So, dann lassen wir sie mal ausgraben. Hier ein bisschen. Weil vielleicht finden wir da noch irgendwelche Ressourcen, die wir gebrauchen können. Wir finden zum Beispiel die ganze Zeit schon kein Turmalin mehr. Was ein bisschen blöd ist. Und hier in dem Raum können wir nicht buddeln. Okay. Ich würde nämlich gerne wissen, wie wir in den Raum reinkommen. Vielleicht hier. Deswegen lasse ich die Zwerge mal buddeln. Oh, wo ist meine Leiter hin? Habe ich die aus Versehen mitverkauft? Naja. Das war falsch. Ich hätte das gerne hier drüben hin. Und dann hätte ich hier gern noch eine Leiter. Und ich hätte gern den Weg hier rein. So. Ich würde nämlich schon gern wissen, wo... Wie wir in den Raum kommen. Weil uns fehlen noch 5 Ereignisräume. Das heißt, wir müssen... jeden Ereignisraum mitnehmen, den wir finden können. So, ich markiere einfach mal alles auf die volle Breite. So. Nein, da kommen wir leider nicht in den Ereignisraum.
So, wieder hoch zu den Forschungstischen. Dann können wir nämlich jetzt den hier verkaufen. Und den hier einfach nach da hinten verschieben. Und wir könnten hier dann noch einen dritten platzieren. Da müssten nur die beiden Stühle weg. Aber wir haben, wie gesagt, keinen dritten Forscher, weil wir kein Turmalin haben. Wir hätten jetzt aber auf jeden Fall genug Stein. Ah, wir haben genug Stein. Um mal für ordentlich Zufriedenheit zu sorgen. Wo ist die Deko-Sache? Festtagskamin. Der bringt sehr viel Beliebtheit. Aber ich dachte eher daran, dass wir hier eine... Oh, die braucht 2x2 Höhe. Ja gut, dann muss doch der Festtagskamin oder sowas in der Richtung hinhalten. Schöne Rüstungsstatue, Rüstungsstatue, der Festtagskamin. Oder einfach mal ein paar Trophäen und so platzieren. So. Die bringen ein bisschen Beliebtheit und schmücken ein bisschen den Raum. Und Pflanzen. Pflanzen kosten ja auch Stein. Ja, das ist eine gute Idee. So, Pflänzchen. Sonnenblumen kosten Gold. Palmen. So. Da hat er was zu bauen. Ihr habt da unten leider nichts zu trainieren. Ihr habt hier nur Orte zum Graben. Da kommt ihr zum Beispiel leider nicht dran. Aber da wäre zum Beispiel Stein noch, den ihr ausgraben könntet. So, und sobald mein Handwerkszwerg fertig ist da oben, kann er hier unten... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs frische Trainingsfiguren aufstellen. Er ist aber da oben noch beim Schaffen. Das höre ich ziemlich laut hier. Ah, jetzt ist er fertig. So sieht das doch schick aus. Und ja, bei Game of Dwarves ist Deko-Zeug eine ziemliche Essenz in diesem Spiel. Wie gesagt, das pusht die Beliebtheit. Und ja, hier drüben brauchen wir nicht graben. So. Oh, die Stühle, die müssten wir doch verschieben. Die stehen da nämlich falsch. So, jetzt stehen sie richtig. So, ich schnappe mir mal eine von den Leitern hier. Kann sie hier noch nicht aufstellen, weil nach oben kein Platz ist. Doof. So, die haben jetzt zu tun. Also die können trainieren, die drei. Während ich mich frage, oh, hier könnte man auch noch eins nach oben graben. Na, machen wir das dann einfach mal. Lassen die Jungs hier ordentlich graben. Bin ja fast schon gewillt, mir jetzt einen dritten Gräber zu holen, aber ich denke mal, so schlimm wird das dann nicht mehr. Oh! Hier können wir auch noch weiter graben.
So, das war das hier. Dann schnappe ich mir mal die Leiter und platziere sie hier. Oh, und unter den Betten können wir nicht graben. Das stimmt allerdings.